Nichts ist schwieriger und deswegen umso wichtiger, als sich zu entscheiden. Napoleon Bonaparte, meine Damen und Herren. Ein Zitat, was es gerade im Ladebildschirm gab, was ihr nicht gesehen habt. Wir sind zurück, machen weiter mit Napoleon Total War. Und ja, das ist tatsächlich unser größtes Problem. Wir haben immer so viele Entscheidungen zu treffen. Wir haben eine riesen Ostfront. Es ist verrückt. Es ist einfach crazy. Mit was machen wir weiter? Ich glaube, ich hatte gesagt, wir machen jetzt erstmal hier oben weiter. Erstmal diesen Widerstand niederschlagen mit Napoleon höchstpersönlich. Das wird schon schwer genug, weil es einfach eine Full-Stack-Army ist. Bin am Überlegen, ob ich die hier irgendwie mal als Verstärkung in die Nähe schon mal schicken kann, vielleicht. So. Nehmen wir jetzt mal hier die ganze Armee, bitte. Schicken die dahin. Schicken die als Verstärkung. Jetzt wird meine kleine Armee abgefangen. Obwohl die Armee näher dran ist. Das ist ja nicht so geil. Die Frage ist, wo kommt meine Verstärkung? Wir machen das jetzt einfach mal. Die Sache ist ja die, jetzt sind wir doch. Ne, jetzt sind wir der Angreifer, obwohl wir abgefangen werden. Okay. Ich wage es zu behaupten, dass kein Krieg lange gegen den Willen des Volkes ausgetragen werden kann. Edmund Burke, britischer Autor, Philosoph und politischer Theoretiker. Ui, Regenwetter. Ja, und von wo darf ich jetzt mit der Verstärkung rechnen? Links oder rechts hinter uns? Wir haben auch nicht gerade viel Platz, ne? Und vor allem auch hat der Gegner mal wieder schön hügeliges Terrain. Hier macht halt nirgendwo Sinn, Kanonen aufzustellen. Das ist alles Hügel. Das ist alles Hügel. Dieses verdammte Wetter, Sir. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. Ja. Das ist leider vollkommen richtig. Ja, ich stelle mich jetzt einfach mal hier mittig hinten hin und warte auf Verstärkung. Was soll man machen, ne? Oh, nee. Ach, come on. Völlig falsche Seite. Jetzt kommt die Verstärkung von der völlig falschen Seite. Und die Sache ist die, die haben ja den Hügel so gepachtet irgendwie. Wenn ich jetzt von hinten komme, habe ich jetzt nicht plötzlich einen höheren Hügel. Das ist lächerlich. Oh Mann. Ja toll, die Maschine ist auf mich zu. Schauen wir mal, was wir hier noch irgendwie. Also hier links macht alles wenig Sinn. Wir könnten versuchen, uns hier rechts so denen zu nähern. Kommen die schon auf uns zu? So. Gehen wir mal darüber. Da, die Kavallerie kommt. Ein bisschen schneller, falls die wirklich kommen. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Jetzt schon? Nee, ach, der General. Der kleine Hauptmann, der wird von der Artillerie wahrscheinlich beschossen. Die Frage ist, fliehe ich nach links? Nee, ich fliege, glaube ich, lieber irgendwie rechts rum. Wir fliehen da einmal außen rum, bitte. So, wir können jetzt hier eigentlich. Ja, die laufen genau in meine Schussreichweite. Jetzt schießt bitte. So. Jawohl. Können wir vielleicht sogar die Kanonen hier links so ein bisschen abfangen? Das wäre natürlich genial. Meine eigenen Kanonen, wie packe ich die hin? Ah, die restliche Infanterie ist leider eher nicht so toll gerade. So, jetzt schießt mal hier bitte. Ja, gut geschossen haben die jetzt leider nicht. Geht mal ein bisschen da hoch.
dass nicht unsere eigenen Leute hier abgeknallt werden. So. Okay, jetzt kämpfen wir hier. Schießen hier nochmal bitte. Meine Artillerie ist ein bisschen gerade gefährdet hier. Kann ich hier irgendwo anders? Ich weiß auch nicht, wo die am besten Sinn machen würde. Hier, aber das ist so nah am Feind. Hier oben nach wie vor. Vielleicht. Hier so, ja. Hier so, falls sie vom Hügel her kommen. Ja. Könnte eine ganz gute Stellung werden. Okay, wir greifen hier direkt mal an. Es kommen leider noch mehr feindliche Kavallerie. Dann greifen wir hier direkt an. Infanterie, bitte mitkommen. Perfekt. Wäre es noch cool, wenn ihr euch ein bisschen aufteilt hier. Genau, ihr kümmert euch hier schon drum. Perfekt, dann ist die Artillerie schon mal ausgeschaltet. Jetzt wird uns leider die Kavallerie ungünstig abfangen, vor allem unsere Artillerie. Nicht gut. Boah, da haben wir gerade Glück. So. Hier rüber. Na, wenn die Maus möchte. Wir begeben uns hier hoch auf den Hügel, bitte. Schnell. Okay, ihr kämpft hier noch. So. Die anderen Truppen kommen. Und die Infanterie kommt hier nach wie vor langsam. Ja, meine eine Kavallerie wird das jetzt nicht überleben, leider. Vielleicht ziehe ich die mal zurück. Unsere Männer fliehen, ja, Sir! Eh schon. Charge. Feind, den müssen wir es da fertig bekommen. So, aber Artillerie ist schon super in Stellung gleich. Könnt ihr euch mal hier links ein bisschen positionieren? Das wäre auch super. So. Auf Protzen bitte. Okay, Kavallerie ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch Infanterie übrig, oder? Ah ne, hier ist noch eine Drakone-Einheit. Wir sind leider geschwächt, was das hier angeht. Zieht euch hier mal ein bisschen zurück. Genau, können wir uns hier ein bisschen besser aufstellen irgendwie? Ah, nicht perfekt scheinbar. Mal dorthin. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. So, wir versuchen jetzt hier schon zu treffen. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn hier? Verfolgen wir hier jemanden? Zwei Einheiten, da müssen wir eigentlich niemanden verfolgen. Keine. Genau, Aufstellung. Ihr marschiert hier hin. Okay, nee, dann marschiert ihr hier bitte hin. Und ihr geht irgendwie so rechts rüber noch. Ja, okay, das ist hier ein bisschen strange. So. Müsstet sie alle erwischt haben. Hier kommt meine Verstärkung. Kavallerie. Warte mal, der feindliche General. Dragoner-Einheit. Vielleicht kann ich die ein bisschen angreifen, wenn ich Glück habe. Mit der einen Kavallerie. Die andere Kavallerie ist leider auf der falschen Seite aktuell.
Kann ich hier mich ein bisschen besser hinstellen noch? Ja. So. Und hier gehe ich auch noch hin. Ja gut, Kartätschen machen nicht so viel Sinn. Okay, die Armeen sind gleich da, wo sie sein sollen. Okay, kann ich mich hier drüben noch ein bisschen aufstellen, bitte? Perfekt. Dann schalten wir jetzt einfach die Party hier aus. Ist auch in Ordnung. Ah ja, die sind schon in Schussreichweite. Perfekt. Stellen wir uns mal wieder noch ein bisschen länglicher auf. Sehr gut. Wir bräuchten rechts noch Verstärkung, sehe ich gerade. Wollen die mich im Sturm hier im Nahkampf nehmen, oder was? Ja, da bringt die Kavallerie nicht so viel. Napoleon, geht mal bitte hier hoch. Oh, man sieht halt wieder mal nichts. Aber wir beschießen die jetzt hier ganz gut. Hier drüben glaube ich auch. Und weg. Ganz schnell weg. Bevor die Infanterie hier kommt. Da hat gerade noch jemand geschossen. Super, da hinten zu treffen, das wäre auch super. Oder ihr trefft sogar hier rechts, wenn ihr ein bisschen nach rechts geht. Auch nicht schlecht. So. Hier werden wir noch dezimiert, aber ich glaube, dieser Hügelvorteil ist ganz gut. Können wir uns hier ein bisschen um... Ja, perfekt. Einmal ein bisschen umstellen. Ah, jetzt ist die Kavallerie wieder auf die falsche Seite gegangen. Verdammt. Ich greife hier noch die Artillerie an. So, jetzt kommen wir hier gleich in Schussreichweite. Okay, hier fliehen alle. Rücken wir mal vor. Ihr beide hier hinschießen. So, wenn ihr jetzt auch noch schießt in voller Linie, wäre das natürlich super. Treffen wäre jetzt natürlich auch noch ganz gut. Wie sieht denn das hier aus? Ja, ihr schießt doch so ein bisschen gegen den Hügel, oder? Mal ein bisschen vor. Okay, hier läuft noch alles nach Plan. Da ist der General der Feinde. Wir werden jetzt hier mal rechts rüber rücken. Beziehungsweise machen wir mal... Okay, Feuer einstellen, abrotzen. Ich will jetzt keine eigenen Leute mehr verlieren. Hier hin marschieren bitte. Der Rest schießt hier schon. Perfekt. Oh, weg da. Nicht von der Infanterie erwischen lassen. Ganz wichtig. Und sonst schießen wir hier den General ganz gut ab. Die Schlacht sieht soweit recht gut aus, muss ich sagen. Ist ganz gut, dass wir die so genommen haben. Ah, die fliehen da jetzt. Vorrücken.
Vorrücken. Vorrücken. Jetzt wollen hier über die rechte Flanke scheinbar nochmal kommen, oder? Oh, was ist denn hier noch? Gehen wir doch hier mal in den Nahkampf kurz, da haben wir noch viele Männer. Ja, da bricht die Moral. Da bricht die Moral. Ja, was macht ihr denn hier? Hallo, hallo, hallo? Folgt mal lieber die hier. Und ihr könnt jetzt einfach mal den abschießen. Bitte? So, außer der verfolgt uns, das wäre natürlich nicht so toll. Ja, der verfolgt uns natürlich. Ja, da hat weniger Männer. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Wir wollen hier von hinten über die Flanken kommen. Nicht so toll. Brauchen wir mal wieder eine ordentliche Aufstellung. Peinlicher General ist tot, sehr gut. Ah, verdammt, die wollen da fliehen. Die fliehen da tatsächlich. Greift hier an. Greift hier an, greift hier an. Muss meine andere Kavallerie fortfahren. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Wobei, ihr verfolgt mal die anderen hier. Wo war das? Ah, das ist aber auch sauweit weg. Hier fliehen aber noch welche. Du dahin. Du dahin. Bitte in den Nahkampf gehen. Und du darfst noch die Einheit verfolgen. Napoleon kümmert sich mal wieder um die Einheit. So. Ja, und dann gehen wir auf Beschleunigen. Wo ist Napoleon? Er darf auch selbst mal was machen. Kann er sich selbst motivieren? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Hä? Hier ist doch der Feind. Los, eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ich bin doch extra motiviert. Für genau das. So, good job. Hier ist auch noch irgendjemand. Ah, ein Einzelner. Nicht so schlimm. Wer ist da vorne? Hier machen wir mal bei Napoleon den Haltebefehl. Und die hier kümmern sich schon drum. Und ihr bitte. Hier noch welche. 12 Stück, ja. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, dann ruht euch doch aus. Wie erschöpft seid. Siegt auf jeden Fall zuversichtlich sehr müde. Ein glorious victory, wie der Brite sagen würde. Ein glorreicher Sieg. Hervorragend. Wir hatten nur 500 Verluste, der Feind 1200, aber der kann wohl fliehen, oder? Ah, nein, über die Brücke. Oh, das war wohl eine wichtige Schlacht. Höchst interessant. Können wir jetzt hier einfach den Rest schnell besiegen? Ich hoffe, wir haben immer noch genug Reichweite. Ja, das machen wir natürlich automatisch. Sieg, perfekt. So, wie machen wir das jetzt am schlausten? Ah, okay, der Weg ist sogar hier hin. Perfekt. So. Die haben auch wieder Kanonen und so weiter. Wir haben nur zwei davon. Schicke ich vielleicht einfach die stärksten Truppen noch zu der Armee, oder? Machen wir es doch einfach so. 5 Stück. 1, 2, 3, 4.
Hier fehlt natürlich... Oh, jetzt reicht mir aber fast die Reichweite nicht. Jetzt habe ich überlegt. Mit der Kavallerie komme ich da gut genug klar. Die halt, die könnten sehr viel Kavallerie haben. Aber wir haben Infanterie und das ist jetzt nicht so viel Kanonen. Das müssen wir hoffentlich schaffen. Ich will jetzt schon nach Berlin zurück. Ja, da gibt es aber immer noch Aufstände. Wir rekrutieren mal ein bisschen billige Miliz hier, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und hier... Nein! Es, doch, es reicht. Oh mein Gott, es reicht ganz knapp. Aber schaut mal, das sind alles Elite-Truppen. Wir haben wohl keine Chance gegen die, obwohl wir mehr Truppen haben. So wird es uns angezeigt. Oh je. Aber ihr wollt Spannung, ihr wollt Niederlagen sehen. Auf geht's. Wir werden unser Bestes geben. Wir haben zwar mehr Truppen, aber der Feind hat halt Elite-Soldaten. Muss man sich mal mal vorstellen, das ist ein Volksaufstand gegen uns. Und die haben halt Elite-Soldaten, die so viel Erfahrung haben. Ja gut, man kann es natürlich so wieder erklären. Das sind halt dann einfach die Leute, die schon in vielen Kriegen mitgekämpft haben, deswegen so viel Erfahrung. So, immerhin, der Feind hat mal keinen Hügel. Wo haben denn die ihre Kanonen aufgestellt? Hier. Aber mal so viel Kavallerie. Da können wir mit unserer Kavallerie nicht mithalten. Das heißt... Bitte die Milizen in die Mitte. Vielleicht eine Miliz hier hin. Dieses verdammte Wetter, Sir. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. Ja, ja, damit ist leider zu rechnen. Zweite Miliz. So. Werden wir hier hingehen. Und hier geht auch noch hier hin. Dann rücken wir schnell vor. Kämpfen auch noch mit unserer Kavallerie. Sehr gut. Ja, der General, der bleibt mal irgendwie so dahinter. Brauchen wir hier links noch so viele, ist die große Frage. Ich lasse mal noch eine hier hin. Die hier bleibt ein bisschen hinten in der... zu Verstärkungszwecken, würde ich sagen. Ich will es noch größer auffächern eigentlich, sollte ich... aber gegen die Kavallerie wieder eher nicht. So ein bisschen hin und her gerissen. Ein bisschen auffächern kann ich, denke ich mal. So. Ein bisschen aufgefächert habe ich das Ganze. Hier auch. Ja, und ich würde jetzt einfach straight vorrücken wollen, tatsächlich. Einfach die Linie nach vorne verschieben, bitte. Oh, die Kanonen. Huh, haben uns knapp verfehlt. So. Vorwärts. Vorwärts. Kommen wir da gleich in Schussreichweite, wenn es gut läuft? Ja. Hier müssen wir jetzt schnell vorrücken. Feindlicher General ist schon mal tot. Hö, was war denn das jetzt? Nein. Gescheit aufstellen, bitte. Schnell diese Kanonen ausschalten. Boah, die haben uns gerade, glaube ich, richtig Schaden gemacht. Shit, jetzt komme ich hier nicht mehr ins Dings, ins Quadrat. War ich leider zu langsam. Ja,
Rohre kennt. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, ich ziehe mich auch mal zurück, bitte. Hier hin. So. Hier hin. Perfekt. Hier sieht es leider sehr ungünstig aus gerade. Boah, die hier ist die volle Kavallerie. Wir haben die volle Kavallerie-Seite bekommen. Dort. So, hier. Vorrücken bitte. Rücken wir hier nochmal ein bisschen vor. Okay, hier wird geschossen gegen die Kavallerie, bitte. Ja, das ist eine gute Stellung. Die schießen wir jetzt hier nieder. Hier haben wir uns um die Artillerie schon gekümmert. Aufstellung. Hier fliehen die schon. 102 zu 114, da sind die leider ein bisschen überlegen. Schießt, schießt, schießt. Ja, die halten noch ganz gut durch. Hier haben wir sie umkreist. Unsere Männer fliehen, Sir! Das ist nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Wir bekommen das auf jeden Fall hin. Vorrücken. So, hier die Kavallerie wird doch hoffentlich auch gleich fliehen. Dann machen wir hier nämlich jetzt den Sack einmal zu. Dort noch. Hier wird noch geschossen. Es gibt doch nicht. Die Kavallerie ist doch nicht mehr stark. So, Aufstellung. Schießt die mal schnell noch ab, bitte. Hier kann, glaube ich, jeder schießen, oder? Ganz knapp, ja. Reicht mir. Tötet die Feinde. Wir müssen jetzt alles, was da gerade fliehen will, erledigen. So, die Kavallerie flieht. Die wollen ja alle fliehen, die Feiglinge. Wo ist meine andere Kavallerie? Da hinten. Zurück zum Schlachtfeld. Die überrennen hier einfach uns jetzt. Was soll denn das? So. Rückt vor, rückt vor, rückt vor. Was soll denn das jetzt hier? Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Hier noch erwischen. Unsere Männer fliehen, Sir! Das darf ich nicht zulassen, dass alle fliehen können. Aber ich schieße die hier schon ganz gut ab, glaube ich. So. So. Ja, dann geht man hier in den Nahkampf noch. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. General darf dazu. Fliegt hier noch jemand? Ja, nur diese volle Einheit, aber die kann ich schlecht abfangen. Aber dich hier kann ich dafür abfangen. Sehr gut. So weit, so gut. Okay, hier haben wir, glaube ich, auch fast alle erledigt. Sir! Sir!
Unser General wird angegriffen! Okay, aufhören zu schießen. General, kümmere dich mal hier um fliehende Truppen. Oh, schau mal, die bleiben sogar stehen. Wir haben Glück. Hervorragend. Da rücken wir jetzt einfach schnell vor. Sehr gut. Die hier erledigen wir auch. Damit haben wir die Rebellion ja eigentlich so gut wie niedergeschlagen in Brandenburg. Ja, die fliehen schon. Ich brauche jetzt meine Kavallerie noch. Dann kann ich sie verfolgen. So, flieht hier noch irgendjemand? Hier links. Fortfahren. Immer wollen wir so viele wie möglich noch erwischen. Ah, schießt hier noch einmal. Jetzt aufhören zu schießen. Ja, das macht meine Kavallerie jetzt schon alleine noch. Wir haben alle einen guten Job geleistet, würde ich sagen hier. Hier ist doch auch noch jemand. Wo? Süß, ein einzelner Soldat. Ist hier hinten noch irgendwas? Ah ne, greif doch lieber die 11 Stück an, das wäre mir fast wichtiger. Als der eine. Der eine Soldat. Hier ist noch ein Feind. 7 Stück. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Naja, ausruhen muss ich doch da keiner. So. Und ihr bitte verfolgt mal die hier noch. Perfekt. Und ihr seid hier schon dran, ne? Genau. Bei dem einen Mann. Bleibt noch das hier. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Bis zur Erschöpfung werden sie hier getrieben jetzt. Da werden die letzten auch erledigt. Keine Chance. Meine Chasseur-Cheval machen gute Arbeit. Ja. Bleiben hier nur noch ein paar. Und... Ne, hier ist auch noch eine fliehende Einheit. Die habe ich gar nicht gesehen. Der letzte Mann auf dem Schlachtfeld. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ah, jetzt müssen sie wohl direkt angreifen. Dieser eine Mann, der jetzt die Kavallerie anrücken sieht. Au. Jawohl, schöner Sieg. Ja, das wurde ein bisschen nicht korrekt eingeschätzt, würde ich mal sagen. 486 Verluste. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Erfahrung bekommen. Jetzt reicht mir die Reichweite hier nicht, oder was? Unfassbar. Wieso hat eigentlich Napoleon extra so eine verstärkte Verstärkungsrate? Ist das für Napoleon speziell irgendwie was Relevantes, oder? Ich habe hier nur eine gelbe und er hat eine grüne. Ja. Ich hoffe, dass wir das jetzt bald unter Kontrolle bekommen. Geheimgesellschaft. Ach so, ja, das dauert... Ah, deswegen reiße ich das ja sonst immer ab. Das dauert leider 4 Runden. Aber gut, wir nutzen das ja hier noch. Okay. Aber ich denke, wir bekommen Berlin jetzt auf jeden Fall in den Griff. Hier, Mecklenburg müsste doch auch voll das Interesse haben, irgendwie Stettin zu erobern. Ich hätte auch gar kein Problem, wenn die mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Die könnten von mir aus wirklich Pommern erobern. 2400, das ist schon einiges auch an Gold. Da würde sich doch sicher Mecklenburg freuen. Aber die wollen das wahrscheinlich nicht. Mecklenburg. Sie sind mit Preußen Ach, verdammt, warte mal. Mecklenburg ist mit Preußen verbündet? Mit niemandem im Krieg. Die sind ja gar nicht unser Protektorat, richtig. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt, die stehen da einfach nur seit Ewigkeiten mit vielen Armeen herum. Jägern auch. Und ja, 2 Fullstacks. Ein paar Schweden, die da von Anbeginn des Spiels stehen. Ja, das war's. Freundlich. Möchtet ihr am Bündnis? Geht halt nicht, ne? Wollt ihr euer Bündnis mit Preußen brechen? Ich gebe euch Logistik und Armeekooperation. Und gleichzeitig... Ja, das würde erstmal reichen. Nee. Wollen sie leider nicht. Na gut. Okay, wir haben den Aufstand erfolgreich, so gut wie erfolgreich, niedergeschlagen. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall noch um die Schlacht und die osmanische Schlacht. Mal schauen, für was ich mich entscheide. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.